Freitag. Auf geht's wieder nach Amrum. Das hat alles geklappt. Die Ferien sind noch nicht weg. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf Amrum wieder. Wir steigen jetzt ein, essen etwas und dann freue ich mich nur. 2 Stunden fahren wir. Und dann geht's zum Campingplatz. Ich freue mich auch schon wieder auf meinen Bus, der da auf uns wartet. Und ja, nächstes Amrum-Wochenende kann beginnen. Freust du dich? Ja. Ja? Ja, bin diese Woche noch aufgeregt als letzte Woche. Warum? Wahrscheinlich, weil ich weiß, dass mein letztes Mal dieses Jahr ist. Ja. Müssen wir noch schnell den Bus bekommen, weil wir haben keine Lust zu laufen. Beziehungsweise Lust schon, aber die kann natürlich nicht so laufen wie im letzten Jahr. Deswegen, oha, alles voll. So, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist 20.25 Uhr. Um 15 Uhr sind wir gestartet. 5,5 Stunden. Ist eine Menge Zeit, die da drauf geht, aber wir sind jetzt endlich da. Der Campingplatz ist rappelvoll. Wir sind schon on Tour. Hoffentlich kommt jetzt gleich die Sonne raus, so wie versprochen. Es ist jetzt schon 11:30 Uhr, also die Sonne hat sich jetzt schon so ein bisschen verspätet. Auf 13 Uhr. Hä? Auf 13 Uhr. Auf 13 Uhr. Ja, hier ist rutschig. Das muss einmal am Wochenende sein, also einmal Bohlensteg Richtung Edeka muss einfach sein. Wir müssen ja auch prüfen, ob sich da irgendwas verändert hat. So machen wir das auch immer, wenn wir hier mal eine Woche sind. Von daher, Rituale müssen befolgt werden. Gewohnt. Die WDR, die ist da sehr flexibel, die Karten sind wieder gekauft. Das geht immer sehr unproblematisch, also Daumen hoch für die Wicker Dampfschiffreederei. Top Verein, würde ich sagen. Sind sehr flexibel und sehr, sehr freundlich. Ja, jetzt sind wir gerade um die Südspitze gegangen und gehen jetzt Richtung Seehund. Setzen uns da nochmal hin, trinken da nochmal etwas, genießen den Ausblick. Hier ist es nämlich windstill, auf der anderen Seite ist es ein bisschen windig. Ein bisschen ungemütlich, aber nicht so schlimm. Wir warten immer noch auf die Sonne. Ach ja. Irgendwo da war blau. Irgendwo da, da oben. Während ich jetzt gerade im Kiten war, war Nadine hier auf dem Fest.
natürlich nicht ganz alleine, sondern noch mit jemand anders. Und die beiden haben an der Tombola teilgenommen. Und wir haben jetzt hier die Ehre, einen Gewinn abzuholen. Bin ganz gespannt, was es sein wird. Vielleicht ein Lineal oder ein Bleistift. Oder vielleicht auch eine Tasse, wer weiß. Wir werden es gleich sehen. Und dadurch habe ich jetzt doch nochmal die Gelegenheit, hier kurz auf das Fest zu gehen. Ich war ja letztes Jahr schon da. Für mich einer der besten Feste hier mit dem Nebelfest. Aber im Grunde sind natürlich alle Feste hier gut. Wir gehen jetzt hier gleich nochmal rüber. So, das ging jetzt relativ schnell. Und was ist es geworden? Ein Tee und eine Tasse und eine Bordkarte für die MS Elun. Elun. Zack, sind wir wieder zurück von der Heidekarte, dem wirklich sehr, sehr leckeren Restaurant. Am Leuchtturm kann ich nur empfehlen und ich hoffe, du auch. Ja. Oder? Ja. Schmeckt immer lecker. Super lecker, super Qualität. Nette Bedienung und jetzt sind wir wieder zurück am Campingplatz und werden nochmal den Abend schön ausklingen lassen. Dann war das heute der zweite Tag.